In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man die Ersatzimpedanz oder Gesamtimpedanz eines einfachen Netzwerkes in einem Netzwerksimulator wie ETSplice berechnen kann. Dazu soll mal das Beispiel aus der Aufgabe 111 dienen. Bevor man das jetzt simuliert, ist es keine schlechte Idee, sich mal von Hand Gedanken zu machen. Die Ersatzimpedanz soll ja aus Sicht der Quelle berechnet werden. Also wäre die Impedanz Z so viel wie R parallel zu 1 durch J Omega C. Die Werte sind ja hier gegeben. Diese Parallelschaltung kann man jetzt eben ausrechnen aus der einen Impedanz mal die andere Impedanz durch die Summe von beiden. Und dann kann man auch da die Werte schon direkt einsetzen und sagen, das sind 23 Ohm. Und das 1 durch J kann man auch als minus J schreiben, also minus J 23 Ohm und das Ganze geteilt durch die Summe. 23 Ohm minus J 23 Ohm. So, jetzt kann man sehen, dass obwohl Differenzen und Summen nur die Dummen kürzen, dass wir hier einmal ein Ohm rauskürzen können und dass wir auch einmal eine 23 hier rauskürzen können. So dass hier oben eine 1 überbleibt und dass hier eine 1 und dort eine 1 überbleibt, so dass man auch ein bisschen kürzer schreiben könnte. Das wären eben minus J 23 Ohm durch 1 minus J. Um das jetzt sinnvoll auszurechnen, kann man mit dem Konjugiert-Komplexen erweitern. Also mit J plus 1 und nochmal J plus 1. Und dann kommt hier eben raus, über den Bruchstrich müssen wir jetzt das mal das und das mal das rechnen. J mal J ist minus 1, mit dem Minus davor wird das nur noch plus 1, also 23 Ohm mal 1 und 1 mal minus J ergibt minus J. Und unter dem Bruchstrich ist das auch sowas wie die dritte binomische Formel, jeder Summand mit jedem Summand. Einmal 1 ergibt 1 und die minus j und plus j mal 1 heben sich genau auf und minus j mal j ergibt nochmal plus 1, sodass das hier unten auch so viel wie 2 ergibt. Und das heißt, das kann man jetzt auch im Kopf rechnen, von 23 die Hälfte, das sind 11,5 Ohm und dann haben wir das gleiche nochmal minus j. 11,5 Ohm. Und das könnte man jetzt auch, wenn man wollte, in die Polarform oder in die Exponentialform, müsste man besser sagen, der komplexen Zahl umwandeln. Also 11,5 zum Quadrat, 11,5 zum Quadrat und davon die Wurzel, das sind 16,26 oder 16,25 Ohm. Und ja, den Phasenwinkel, Imaginärteil durch Realteil und der Arcus Tangens davon und das sind in dem Fall, wenn der Imaginärteil und der Realteil gleich groß sind und hier Minus davor steht, natürlich minus 45 Grad. So, das müsste jetzt auch in ETSpace rauskommen. Dazu brauchen wir ja erstmal ein neues Schaltbild und wir brauchen jetzt den Widerstand, den findet man unter Resistor und wir brauchen die Kapazität, die findet man hier. Und jetzt brauchen wir als Anregung eine Quelle und der Trick ist jetzt eine Stromquelle zu nehmen. Und mit Steuerung R kann man die drehen, sodass die nach oben zeigt und diese Stromquelle nachher genau auf 1 Ampere zu stellen, sodass wir hier oben an diesem Knoten die Spannung ausrechnen können. Und die Spannung entspricht dann genau der Ersatzimpedanz. So, und jetzt muss das alles einmal kurz verdrahtet werden. Wenn der Bildschirm hier ein bisschen hin und her springt mit der Space-Taste oder mit der Leerzeichentaste auf der Tastatur, kann man das wieder ein bisschen zentrieren. Und jetzt packe ich noch einen Masseknoten genau hier unten an die Quelle dran, sodass hier sozusagen 0 Volt sind und die Spannung hier oben, die Spannung an der Quelle oder am Eingang dieser Schaltung, die entspricht dann genau wertmäßig dieser Impedanz, wobei die Spannung natürlich eben Volt als Einheit hat und die Impedanz Ohm. So, und diesen Knoten, dem gebe ich jetzt mal noch einfach einen Namen und nenne das Eingang.
Wobei es jetzt eben nur einen anderen Knoten gibt in dieser Schaltung. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt notwendig, aber das macht die Sache nachher ein bisschen einfacher und eindeutiger. So, jetzt brauchen der Widerstand und die Kapazität noch natürlich einen Wert. Bei dem Widerstand ist es relativ einfach, der steht ja hier, das sind 23 Ohm. Und bei der Kapazität machen wir jetzt einen kleinen Trick. Wir setzen die Kreisfrequenz auf 1, 1 durch eine Sekunde, sodass 1 durch C und die 23 Ohm wertmäßig das gleiche sind. Also müsste C dann eben 1 durch 23 sein. Das 1 durch 23 kann man hier auch direkt eingeben und damit T-Space das als Formel erkennt, muss man das in geschweifte Klammern schreiben. Und jetzt kann man damit auch schon simulieren und das, was wir machen wollen, ist eine komplexe Wechselstromrechnung, eine AC-Analyse und zwar genau für eine Frequenz. Und hier muss man jetzt die Frequenz angeben. Und wir haben ja gerade eben benutzt, dass die Kreisfrequenz 1 ist, also ist dann die Frequenz 1 durch 2 mal Pi. Und damit auch das wieder als Formel erkannt wird, muss auch das in geschweifte Klammern geschrieben werden. Jetzt fehlt noch der Wert für die Stromquelle natürlich. Die muss hier einmal auf 1 Ampere gesetzt werden. Und dann sollte das Ganze auch schon simulieren. Und dann kommt jetzt raus, dass die Spannung am Eingang 16,26 Volt sind. Das entspricht auch hier den 16,26 Ohm mit einem Phasenwinkel von minus 45 Grad. Und das entspricht diesem Phasenwinkel von minus 45 Grad. Und damit ist jetzt gezeigt, dass man mit T-Splice sehr gut auch solche Gesamtimpedanzen oder Satzimpedanzen von Schaltungen simulieren kann. Und das funktioniert natürlich nicht nur für so einfache Schaltungen wie hier, sondern auch für kompliziertere Schaltungen mit mehreren Bauelementen R, L und C in verschiedenen Reihen und Parallelschaltungen zusammen.